Ich glaube, die Jungs hatten eine fußballfreie Zeit, das kennen sie gar nicht. Also ich glaube, es waren über 4 Monate, wo sie nicht aktiv auf dem Platz gestanden haben. Und man sieht es den Jungs einfach an, dass die richtig Lust haben, jetzt wieder Fußball zu spielen, dass die wirklich nicht nur Lust haben, Läufe zu machen im Wald, sondern dass wirklich der Ball wieder am Fuß ist. Und das sieht man eigentlich im Moment in jeder Einheit. Für die Jungs ist natürlich auch immer Teil ihres Lebens gewesen, ne, Fußball zu spielen. Und von daher sind wir sehr froh, jetzt mit der neuen Mannschaft wieder auf dem Trainingsplatz zu stehen. Wir arbeiten gerne mit Spielformen, in verschiedenen Formen. Das ist so jetzt nicht möglich. Wir müssen jetzt auch auf die Abstandsregeln und maximal 5 gegen 5, 10 Spieler, die miteinander Kontakt haben, darauf Rücksicht nehmen. Es verändert viel im Ablauf. Man muss noch mal viel mehr ins Detail gehen, wer wirklich mit wem welchen Platz teilt. Ist organisatorisch noch mal eine größere Herausforderung. Das Training verändert sich dadurch schon. Also das war sicherlich der ungewöhnlichste Aufstieg, den wir erlebt haben und ja, auch irgendwo der gemütlichste. Es hat für die Jungs so gesprochen, dass eigentlich alle das eigentlich sportlich entscheiden wollten. Und, aber ich glaube, aufgrund der Gesamtsituation war die Entscheidung so und das ist auch echt bitter für wen, die eine riesen Saison gespielt haben. Da möchte ich auch nochmal Grüße hin loswerden, Ihnen nächstes Jahr den Aufstieg wünschen. Und wir nehmen die Herausforderung Bundesliga jetzt an und wollen das so gut wie möglich dann auch machen. Ich glaube, wir müssen die Jungs darauf vorbereiten, dass nicht mehr alles so rund laufen wird wie letzte Saison. Und den Jungs aber auch zu zeigen, ist es ganz wichtig, man kann Fehler machen, aber man muss aus diesen Fehlern lernen. Man kann auch mal hinfallen, aber wichtig ist auch wieder aufzusteigen. Und das ist aber auch einfach ein Entwicklungsprozess, den die Jungs einfach auch mitnehmen müssen. Nicht sagen, es läuft immer alles super, sondern jetzt auch mal sagen, okay, jetzt müssen wir vielleicht alle noch mal eine Schippe drauflegen, auch erstmal vielleicht mal die Defensive noch mal ein bisschen genauer ins Auge fassen. Aber ich glaube, bisher nehmen das die Jungs alle gut an und ziehen gut mit.